Es soll kein Flensburg ohne Werft geben. 650 Mitarbeiter mit Existenzängsten. Ob und wie kann es mit der insolventen Flensburger Werft weitergehen? Zum heutigen Zeitpunkt noch unklar. Und die Zeit drängt. Bei der Kundgebung am Freitagmorgen fallen deutliche und emotionale Worte. Heute Nacht hat Siem dem Vergleich zugestimmt. Und endlich ist es klar, dass die Transfergesellschaft da ist. Das heißt also, wir können in die Transfergesellschaft wechseln mit vielen, vielen Mitarbeitern. Kolleginnen und Kollegen, das reicht aber nicht. Das reicht bei weitem nicht. Der Wechsel in die Transfergesellschaft hilft zumindest ein halbes Jahr Zeit zu gewinnen, um mit möglichen Interessenten zu verhandeln. Auch die Fertigstellung der halbfertigen Honfleur ist dabei von zentraler Bedeutung. Sie war der letzte verbliebene Auftrag der Werft. Der Vertrag wurde im Juni überraschend gekündigt. Am besten muss jetzt morgen spätestens die Aussage kommen, das Schiff da unten wird fertig gebaut. Herr Windhorst muss hier Schiffe bestellen, muss hier nochmal eine Eigenkapitalsdecke reinpacken, dass wir wieder funktionieren können. Ne? So, und so ein Schiff, auch wenn es ein Roro-Schiff ist, was wir ja perfekt beherrschen, wird nicht von heute auf morgen angefangen. Und deswegen diese Transfergesellschaft auch, dass wir die Leute wieder zurückholen können nachher aus der Transfergesellschaft. Das ist ja ganz wichtig, ne? Weil mit einer kleinen Mannschaft können wir starten, aber nicht fertig bauen. Ne? Aber wir sind froh, dass wir diese Transfergesellschaft jetzt hinbekommen haben, aber die anderen Taten sind noch wichtiger. Die Flensburger Werft hat alles, was man braucht, das Know-how und die Menschen, die das können. Und deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig, dass jetzt alle auch zu ihrem Wort stehen. Alle die, die in der Vergangenheit und eben noch Eigentümer sind, dass wir die wirklich auch nochmal um Unterstützung bitten und sagen, ihr müsst hier zu eurem Wort stehen. Und Lars Windhorst hat hier tatsächlich vor Monaten gesagt, er wird für Aufträge sorgen und das ist ja das, was die Werft braucht. Ja, die Menschen sind da, die Hülle ist da, das Haus ist da, aber die Werft braucht Aufträge. Lars Windhorst wollte diese Aufträge besorgen. Das kann er immer noch machen, aber jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo er Farbe bekennen muss. Ich kann nur hoffen, dass er das wirklich tut und bitte ihn sehr da schnell um ein auch glaubwürdiges Zeichen. Also das hilft nicht zu sagen, ja, ich habe, sondern ich muss auch zeigen, dass die Aufträge da sind. Die nächste Woche wird für die Zukunft der Werft entscheidend. Am 1. August ist Deadline. Wird bis dahin kein Käufer gefunden und keine Aufträge generiert, wechseln die Mitarbeiter in die Transfergesellschaft. Hier auf dem Gelände gibt man sich kämpferisch und hofft, dass am Ende so viele Arbeitsplätze wie möglich erhalten bleiben können. Und danach...